Eine kleine Katze auf einem Baum wurde gemeldet. Und zwar ist die wohl am Freitag das erste Mal in den Baum gehört worden. Da konnte man sie aber wohl noch nicht sehen. Und heute ist Dienstag, also Tag 5. Das Tier ist immer noch dort oben. Am Sonntag war wohl die Feuerwehr da. Die konnten mit dem Leiterwagen aber nicht ran, weil der Baum einfach viel zu weit hinten in einem Garten ist, dass man mit dem Leiterwagen dahin gar nicht vordringen kann. Sehe ich ganz genauso. Einsatz der Höhenrettung ist wohl besprochen worden, kam aber in diesem Fall wohl nicht in Frage, weil die Äste des Baumes, ein Nadelbaum, ich glaube, das ist eine Tanne, einfach zu dicht beieinander liegen, dass man da wohl nicht hochklettern kann. Die Melderin hatte die Katze dann auch etwas länger nicht mehr gesehen. Die hat auch keine Geräusche mehr gemacht. Allerdings habe ich dann ganz kurz mein Wärmebildgerät zu Hilfe genommen und habe die Katze sofort im Baum auf ungefähr, ich würde sagen, 11 Meter ausgemacht. Die saß ziemlich nah am Stamm. Ich war mir am Anfang auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt tatsächlich diesen Baum hochklettern kann, was natürlich nicht heißt, dass man nicht unter Umständen noch andere Möglichkeiten hat. Aber ich habe es erstmal mit dem Klettern versucht und ja, es war ein bisschen schwierig, ne? Besonders ich mit meinen, weiß ich nicht, 90 Kilo oder was ich so habe, mich da durch die Äste durchzuquetschen. Das war nicht ganz einfach, aber es war nicht unmöglich. Oh, also theoretisch kann man hier einfach so hochklettern, aber ich mache es trotzdem gesichert. Das heißt, ich mache immer erst mich an einem Seil fest, dann steige ich da dran hoch und wenn ich das dann abmache, mache ich mich an dem nächsten, also vorher an einem anderen fest. Also ich bin immer mindestens an einem Seil am Baum. Ja, dieser Nadelbaum ist eigentlich, ja, wenn man so will, ein Klettergerüst und jede Katze, selbst die, die nicht in der Lage ist, rückwärts einen Stamm runterzuklettern, sollte von diesem Baum eigentlich runterkommen. Das denkt man. In der Praxis ist es aber oft nicht so. Ich kann mir das auch nicht genau erklären. Verstehen kann ich das, wenn ein Baum, sagen wir mal, auf den ersten 5, 6, 7, 8 oder 10 Metern überhaupt gar keine Äste hat. Dass eine Katze zwar, wenn sie zum Beispiel von einem Hund oder von einer anderen Katze da hochgejagt wird, dann zwar den Baum hochkommt, weil die Krallen ja so stehen, aber dann nicht mehr herunter, weil sie unter Umständen die Technik des rückwärts runterklettern nie gelernt hat. Dann können Katzen da auch nicht runter und dann müssen sie in vielen Fällen tatsächlich gerettet werden. Bei diesem Baum ist es aber so, dass die unteren Äste so auf 2,50 Meter ungefähr oder 3 Meter sind. Und von da kann eigentlich jede Katze problemlos runterspringen. Das heißt, die Katze müsste nur die ganzen Äste wie so eine Wendeltreppe runtergehen und dann die letzten paar Meter springen. Das wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Aber diese Katze kann es nicht. Und diese Erfahrung habe ich auch schon an anderen ähnlichen Bäumen gemacht. Und die Tatsache, dass heute Tag 5 ist, wo diese Katze auf dem Baum ist, sagt mir ganz klar, das Tier braucht Hilfe. Die hat kein Wasser, die hat keine Nahrung. Das ist eine lebensgefährliche Situation. Die Witterung ist derzeit durchaus trocken. Diese Katze braucht definitiv Hilfe. Ich habe neuerdings immer so eine kleine Teleskopstange an meinem Klettergeschirr. Die ist wirklich sehr hilfreich, weil damit kann ich dann einen Karabiner, der an meiner Kurzsicherung, die ich glaube 5,50 Meter lang ist insgesamt, eben über einen Ast legen und zwar über genau den Ast, den ich auch haben will. Das ist gerade dann wichtig, wenn ein Baum sehr viele Äste hat. Dann ist es nämlich kaum möglich, da die Kurzsicherung so einzubauen, wie man es will, sondern man wirft einfach und versucht, das Richtige zu treffen. Diesen Baum hochzuklettern, das war sehr schmerzhaft. Diese Rinde war sehr unangenehm. Das hat sich ab 1,10 Meter, würde ich sagen, so angefühlt, als würde ich mich in einem Distelfeld aufhalten. Es hat wirklich nur noch gepiekst und gestochen und mir die Arme aufgekratzt. Wenn man aber so fokussiert ist auf dieses Tier, dann merkt man das nicht so wirklich. Hinterher habe ich das aber schon gemerkt. Ah, jetzt sehe ich dich ja. Hallo. Mäuschen. Hallo. Hallo, ich komme zu dir. Ja, ich komme zu dir. Also vor mir kommt jetzt gleich so eine ganze Astsalve. Weiß ich gar nicht, wie ich da durchkomme. Mäuschen, hallo. Da ist er. Da. Hallo, kleines Mäuschen. Kleines Mäuschen. Hallo. Das wird echt schwierig. Puh. Hallo. Mäuschen. Hallo. Ich helfe dir. Mau. Mau. Kommst du zu mir?
So, jetzt bräuchte ich den gelben Sack mit dem Kescher. Mit dem Griff nach unten, ne? Genau. Alles klar. Danke. So. Gut. Hallo. Bleibst du schön da sitzen, ne? Mau. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Die Katze ist ein einziges Mal abgehauen. Sie saß über mir auf, ich schätze jetzt mal so 11,5 Meter ungefähr. Und dann ist sie noch mal 1,5 Meter höher geklettert. Mauzi, nicht abhauen. Ich tue dir doch nichts. Ich will dir doch helfen. Sie ist höher geklettert. Oh, jetzt sitzt sie da. Da gab es wohl eine Stelle, die scheinbar die Lieblingsstelle war, wo man sehr sicher in so einer dicken Astgabel sitzen konnte, direkt am Stamm. Und das war wohl ihr Lieblingsplatz oder ihr sicherster Platz. Und da ist sie dann aber auch hintergeblieben, als ich dann den Zugriff versucht habe. So, der Ast ist jetzt eigentlich keiner, der mich trägt. Mir ist mir das Gleichgewicht nicht verliere. Aber höher will ich jetzt nicht. Weil da die Katze sitzt. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, feines Mauzi. Mauzi. Passiert nichts. Damit mache ich mich fest. Ne? Hallo. You're fine. You're fine. Oh, ganz feini. Ganz feini, ne? Guck mal. Guck mal, ich bin dein Freund. So. Guck mal. Magst du zu mir kommen? Guck mal hier. Mau. Versuch jetzt mal zuzugreifen. Mauzi. Mauzi, kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Hallo. Mäuschen, guck mal. Ja, ihr fein. Ihr fein. Ja, fein, komm mal her. Sicherlich fragt sich jetzt der eine oder die andere, warum ich denn die Katze so lange zuquatsche und mich eigentlich in unmittelbarer Umgebung von diesem Tier aufhalte, aber nicht einfach zugreife. Ja, das stellt man sich dann so vor, wenn man das so sieht im Videomaterial, aber in der Praxis ist es einfach so, bevor ich das Tier greife, muss ich einen sicheren Stand haben, muss entsprechend abgesichert sein, muss auch diesen gelben Sack, wo die Katze reingesteckt werden soll, dementsprechend positionieren. Und das kann ich nicht mal eben mit einem Handgriff aus dem ausgestreckten Arm machen, sondern man muss wirklich sicher stehen und hoffen, dass das Tier, bis es soweit ist, bis man sich entsprechend positioniert hat, einfach an der Stelle bleibt. Kleines Mäuschen, kommst du zu mir? Schon, was haben wir heute? Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Am fünften Tag bist du heute schon hier, ne? Den fünften Tag. Komm mal hier rüber. Komm mal hier hin, ne? Und dann kannst du da besser auf den Ast gehen. Guck, jetzt mache ich dir Platz. Mäuschen, bleib doch hier. Ist das dein Lieblingsplatz? Ist das dein Lieblingsplatz? Ach, du musst nicht füttern. Ach, so komme ich doch gar nicht an dich dran. Muss ich tatsächlich noch höher.
noch höher, ne? Noch viel höher. Geht jetzt aber dann tatsächlich nicht mehr. Eine Katze. Ach, du bist ganz dünn. Du bist ganz dünn. Guck mal. Ja. Komm, ja, komm mal her. Komm mal. Kannst du dich mal anfassen? Ja, komm, warte mal. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Ja. So, Katze ist im Sack. Aber ist noch nicht gesichert und noch nicht unten. Ich muss jetzt noch zumachen. Aber sie ist erstmal drinne. Und die ist total dünn und abgemagert. So. Gut, der Sack ist zu. Puh. Super. So, das dauert jetzt ein bisschen mit dem Runterkommen. Ich werde die auch abseilen. Auf keinen Fall rauslassen, ne? Feines Mäuschen, ja. Hallo. Das haben wir schön gemacht, ne? Ja, das hast du klasse gemacht, ne? Wolltest du mich beißen, ne? Wolltest du mich beißen, hm? Ich schmeiß mal meine Katzenhandschuhe in Richtung meine Kletterausrüstung, weil hier kann ich die nicht vom Baum lassen. Weil die stören mich jetzt. So. Das hast du so toll gemacht. Ne? Das hast du so toll gemacht. Ne? Das hast du ganz fein gemacht. Ich wollte doch gar nichts tun. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Tier am besten runterlasse. Da hinten auf ihrer Terrasse, ne? Da steht doch dieser rote Baum. In diesem Pflanzkübel. So, da mal bitte hingehen. So, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich werfe das Seil hier runter. Dann bitte da in die Ecke gehen. Dann knote ich die hier rein. Und ich lasse sie dann hier langsam runter und du ziehst sie zu dir, ja? Dann können wir nämlich so eine schräge Seilbahn sozusagen machen. Also ich schmeiße das jetzt nach da runter, ja? So, und dann nur das Ende nehmen und bis in die Ecke ziehen, weil den Rest brauche ich hier oben. Super. Alles klar? Ja. Gut, dann muss ich das hier oben jetzt befestigen mit einer Seilrolle. So. Alles gut, kleine Maus. Ja, ich weiß. Pass auf, jetzt mache ich dich hier. Ja, ich weiß. Diesen Karabiner. So, jetzt hängen wir dich erstmal da dran. Ne? So, noch nicht ziehen, ich sag Bescheid. So, und ziehen. Ziehen. Feste ziehen. Also nicht feste, ja doch feste. Und feste. So, Seil ist jetzt auch zu Ende. Ich lasse das Seil los, ihr könnt das runterziehen, ja? Danke. Also, das kleine Mädchen ist vom Baum. Heute ist Dienstag, abends, ich glaube 18 Uhr rum oder sowas. 18, 19 Uhr, ich habe keine Ahnung. Die ist Freitag hier wohl das erste Mal gesehen worden von den Nachbarn. Am Sonntag war die Feuerwehr da. Feuerwehr hat gesagt, die können hier keinen Kletterer, keinen Höhenretter hochschicken. Und mit dem Leiterwagen kommt man hier tatsächlich auch nicht dran. Und die Einschätzung war dann, dass die von selber runterkommt. Jetzt ist allerdings ja, Tag 5. Keine Nahrung, kein Wasser. Und das bei der trockenen Witterung jetzt ist natürlich wirklich schon lebensgefährlich. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich die Kleine hier runterkriegen konnte.
Haben sie jetzt gerade mit so einer schrägen Seilbahn abgeseilt, hat alles wunderbar geklappt, super Bodenpersonal unten. Also hat Spaß gemacht und hat auf jeden Fall ein Leben gerettet. Ja. Mauzi, komm mal her. Ach, du bist hier, du feines Mauzi. So, linke Halbseite. Komm mal hier, fein. Ah, ja? Ja, das ist schon mal gut. Haben wir gerade einen Zettel hier und schreibe ich mir auf den Arm. Ja? Ja, Bröckling, mein Name, vom Tiernotruf in Düsseldorf. Ich grüße Sie. Ich habe hier ein Fundkätzchen, saß 5 Tage auf dem Baum mit Chipnummer. So, die gucken jetzt, dass sie den Halter erreichen. Und wenn sie die erreichen, dann geben die halt die Nummer weiter und dann sollte es gleich klingeln. Okay. Ich möchte an dieser Stelle mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Tasso ausrichten. Ich weiß nicht, wie viele Tiere ich schon mit Hilfe von Tasso in den ganzen Jahren nach Hause gebracht habe, aber es waren etliche. Bitte, bitte, wenn ihr ein Tier habt, eine Katze, einen Hund oder unter Umständen auch ein Kleintier, dann lasst es chippen. Lasst diesen Chip oder diese Chipnummer registrieren. Das ist ganz wichtig. Das machen nicht die Tierärzte, was viele Leute denken. Das müsst ihr selber machen. Und dann bekommt ihr euer Tier auch wieder zurück, wenn es verloren geht und von anderen Menschen gefunden wird. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Dafür gibt es Tasso oder auch Findefix. Das sind ganz wichtige Institutionen, für die ich persönlich als jemand, der Tiere rettet, sehr, sehr dankbar bin. Ja. Hallo? Der Tiernotruf. Die Luna, die sitzt hier neben mir. Vermissen Sie die? Wie lange schon? 18. August. Also die hat mindestens 5 Tage jetzt auf dem Baum gesessen. Ja, wo wohnen Sie denn? Ja, kommen Sie mal eben rüber. Guten Tag. Guten Tag. Seit dem 18. Das sind aber schon viele Tage, ne? Gucken Sie mal. So. Luna. Die kleine Luna. Och, mein Mädchen. Ja. Wissen Sie, wo die war? Da oben. Seit Freitag mindestens. Vielleicht sogar schon länger. Er ist hochgeklettert. Oh. Ja, guck mal. Wollen Sie eben nach Hause bringen? Ja. Dann lassen wir so lange in dem Sack drin, dann können Sie die zu Hause aus dem Sack rausmachen. Ich zeige Ihnen dann vor der Tür eben, wie das geht, genau. Ja, die kleine Luna wurde tatsächlich schon knapp 3 Wochen vermisst. Ich gehe nicht davon aus, dass sie 3 Wochen auf dem Baum saß. Ich habe schon mal eine Katze vom Baum geholt, einen Kater. Das ist allerdings schon 20 Jahre her. Da konnte ich das tatsächlich auch noch nicht wirklich. Aber der saß nachweislich 14 Tage da oben. Ich will nicht jetzt sagen, dass Luna 3 Wochen da oben auf dem Baum gesessen hat. Aber ist schon ein komischer Zufall, dass die vielleicht erst 2 Wochen irgendwo in der Garage festsaß und danach dann direkt auf den Baum geklettert ist und das aber nur 100 Meter von zu Hause weg. Wir werden es nie erfahren. Die Luna kann es uns nicht erzählen. Sie ist jetzt wieder zu Hause. Dieses Ehepaar, die waren am Anfang so verdutzt, dass sie es kaum fassen konnten. Die hatten tatsächlich damit gerechnet, dass Luna wahrscheinlich tot ist. Und die sind hinterher noch, als die Kamera aus war, sehr emotional gewesen, haben sich unwahrscheinlich gefreut. Und ich habe mich sehr gefreut, diese Familie wieder vereinen zu können. Oh, danke schön. Ja, vielen Dank.